sollte auf jeden Fall sowohl in der Klinik wie auch im ambulanten Bereich adäquat vergütet werden. Wir haben auch hier auch von Klinikkollegen gehört, dass das nicht der Fall ist. Und letztendlich muss man sich tatsächlich fragen, wenn alles über das Geld geregelt wird, sollte man Patienten, die eben entscheiden, diese Struktur sich nicht zu unterziehen, die wir in Deutschland eben haben, dann müssen die natürlich, ob man das jetzt Strafe oder Strafgeld oder sonst irgendwie nennt, ich glaube, das ist nicht so, aber wer meint, sich an solche Struktur nicht halten zu müssen, aus welchen Gründen auch immer, der sollte eben auch ein Obolus eben an die Gesellschaft unterrichten. Ich glaube, wir haben in Deutschland genügend Ärzte in der ambulanten Medizin, sowohl Hausärzte wie auch Fachärzte. Sowohl in Großstädten, in ein paar ländlichen Bereichen ist vielleicht ein Problem, aber der Großteil der Bundesrepublik Deutschland ist mit genügend Ärzten versorgt. Und wenn das TSVG tatsächlich die Möglichkeit bietet, dass jeder Arzt jeden Tag eine offene Sprechstunde anbietet, sollte zumindest dieses Problem erledigt. Wir wollen noch mal ganz einen Blick werfen auf Kosten, die durch die Notfallversorgung an Kliniken entstehen, über die nie gesprochen wird, die sich aber sehr wohl auch auf den Patienten ganz deutlich auswirken, nämlich den, der am nächsten Tag nach so einer harten Nacht in der Notfallambulanz regelhaft operieren möchte, operiert werden möchte. Herr Professor Karkam. Ja, das ist sicherlich der Grund dafür, dass wir in Zeiten ökonomischer, wie heißt das so schön, Verdichtung und Effizienzsteigerung natürlich die Rettungsstelle immer mehr als Problem empfinden, weil der Facharzt, der dort nachts tätig war, kann aufgrund des Arbeitszeitgesetzes am nächsten Tag eben nicht operieren. Wenn nachts akut eine Operation notwendig ist, dann fällt der halt am nächsten Tag für das ganze Programm aus. Und wenn die Operation nur 10 Minuten gedauert hat, dann ist es trotzdem so. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr der Trend da ist, dieses Problem, und das ist aus meiner Sicht eines der größten, das Problem der fehlenden Notarztkapazität noch zu verstärken, weil es ja so fürchterlich meine Effizienz im normalen elektiven Tagesprogramm, mit dem Kliniken eigentlich ihr Geld verdienen, beeinflusst. Das heißt, die Schließung einer Rettungsstelle ist eigentlich immer ein wirtschaftlich sehr effektiver Faktor unter gegebenen aktuellen Bedingungen, weil ich dann sagen kann, ich kann am nächsten Tag meinen Personal planen. Und das Personal, auch das ist ja bei uns heute ein Grund, warum so viele exzellente Chirurgenkliniken verlassen. Ja, wenn ich 5-mal im Monat Dienst machen muss oder 6-mal oder 7-mal, dann stört das natürlich meine Familie mehr, als wenn ich mich in ein Arbeitszeitumfeld begebe, was, nehmen wir es mal von 7 bis 19 Uhr maximal stattfindet. Also wir verlieren im Moment in den Kliniken die besten Köpfe. Wir sehen es in unserem Verlust an internationalem Anschluss, an wissenschaftlicher internationale Reputation, weil wir eigentlich nicht in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Das heißt, das ist nicht damit zu Ende, dass diese Rettungsstelle so voll ist. Das geht weiter in das Personal, was wir dann dort reindecken müssen. Das geht weiter darüber, dass das für das Personal oftmals sehr unattraktiv ist, dass sie sich andere Optionen für berufliche Betätigung suchen. Unser Frauenanteil wächst stetig. Der Frauenanteil, der sich um die Familie verstärkt kümmern, weil er eben nicht diese Dienstsysteme mitmachen möchte, ist nachvollziehbar. Ebenfalls steigend, und dann wird es langsam knapp mit den Ressourcen. Und es ist für mich eine dramatische Entwicklung, das, was wir jetzt in der Charité auch gesehen haben, dass die besten Köpfe, die wir ja nicht nur für die klinische Forschung, sondern auch für die Wissenschaft brauchen, sich dann in ein Umfeld begeben, wo sie eben keine Wissenschaft mehr machen können, nur um irgendwie diesen Notfall, Terror ist zu viel, aber dieser Notfallbelastung, dieser Dienstbelastung zu entgehen. Und das ist tatsächlich was, wo andere Länder dann ihren Vorsprung generieren. Das ist natürlich, ich halte Notfälle für notwendig, ich halte die Versorgung für notwendig, aber wir brauchen sicherlich eine andere Balance, was den Umfang dieser nächtlichen Tätigkeiten angeht oder Wochenendtätigkeiten. Haben Sie dazu Fragen? Das ist ganz klar, aber es ist. Auch das. Absolut richtig. Also, das ist irgendwo der Anfang des. Also, wir kommen ja zum Schluss immer an das
an die Frage, wir können in diesem System sicherlich nicht weiter sparen, ohne irgendwo Grenzen zu erreichen. Das Hausarztsystem funktioniert fast nicht mehr. Das, was Professor Brützner gesagt hat, dass der Hausarzt nach Hause kommt, das ist fast undenkbar. Also meine Tochter, die auch Medizin studiert und nicht das machen will, was ihr Vater macht, macht also auch ein Praktikum beim Hausarzt. Das ist, wenn die von den Hausbesuchen zurückkommt, die kann das gar nicht tragen, was die Menschen alles inzwischen sozusagen, ein bisschen wie in der DDR, ja? Damit der vorbeikommt, da müssen wenigstens noch mal 15 Eier, eine Flasche Schnaps. Und es ist tatsächlich eigentlich ein Drama, dass diese Kultur des Hausarztes, die so wertvoll ist, eigentlich so wenig wertgeschätzt wird und damit fast verschwindet. Und damit das Problem an eine Stelle verlagert wird, wo es definitiv teurer behandelt wird. Und es ist einfach... Es gibt ja Gründe, warum es gerade auf dem Land keine Hausarzt mehr gibt. Das ist, natürlich bin ich dann immer ansprechbar, aber für das Geld, der Klempner, der kommt gucken und kriegt 80 Euro dafür, dass er guckt, ob er es reparieren kann. Das kann der Hausarzt nicht machen, weil geht nicht, schade. So, und dann müssen die Ersatzbeschaffungen und die Patienten davon. Das ist ja kein System, das funktioniert. Sie sprachen von der Adaptivität, dass ältere Ärzte, die fachlich qualifiziert sind, das Krankenhaus verlassen. Ist es aber nicht so, dass im Prinzip die Patienten, die Kollegen schon so weit älter sind, dass sie in Belastung nicht mehr gewachsen sind? Ja. Von 6 Diensten vor Corona? Das kann sein, aber es fängt das Älter eben bei 36 an im Moment. Und da ist die Frage, wenn die bei 36 die Belastung schon nicht mehr gewachsen sind, und dann sollen die ja jetzt nach neuesten Vorstellungen unsere Regierung bis 70 arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass selbst wenn der Kollege das noch machen will, das familiäre Umfeld oftmals, die bewegen sich ja alle mit Freunden, Bekannten, die sagen, bist du blöd, musst du das jede Nacht machen, guck mal, du kriegst ja 150 Euro am Monatsende mehr und hast diese unregelmäßigen Dienstzeiten. Nein, es sind gerade die Älteren, die Sie meinen, mit Eltern, nehme ich jetzt mal an, so wie ich so habe, 54, wenn die sich einmal dafür entschieden haben, die machen das dauerhaft. Das Problem ist tatsächlich im Moment die Generation, die gelernt hat zu vergleichen. Es gibt tausend Optionen, was man machen kann, und warum soll man die schlechteste für sich selber wählen, nur um dem Land zu helfen? Das ist immer schwieriger zu überzeugen, und das sind eben nicht die ganz Alten. Also deswegen sehe ich so, in 10 Jahren wird es nochmal schwerer, weil dann fällt diese Generation derer, die tatsächlich das aus nicht immer nachvollziehbar, also wirklich aus innerer Motivation machen, so würde ich es mal sagen, die fällt dann auch nochmal weg. Ja, und nochmal zu den Niedergelassenen zurück. Gestern hat auch der dritte Kongresspräsident im Bunde, ich sage es jetzt gerade noch zu Ende, Herr Dr. Möller hatte auch noch gesagt, dass in der Niederlassung gibt es für den Preis eines gehobenen Haarschnitts für die Versorgung von den Patienten kommen 50 Euro etwa. Stimmt das, Herr Dr. Flechtmacher? Ja, also so im Schnitt in Deutschland ist die Behandlung im fachärztlichen Bereich oder die Unfallchirurgie, und zwar für ein ganzes Quartal, das heißt, der Patient kann manchmal auch 10-mal kommen, bekommen wir im Schnitt ca. 50 Euro. Das ist so. Bei den Hausärzten ist es übrigens mehr zwischenzeitlich. Bei den Hausärzten liegt es bei zwischen 70 und 80 Euro. Also die hausärztliche Vergütung hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Was sind denn eigentlich die häufigsten Verletzungen, mit denen die Patienten zu Ihnen in die Niederlassung kommen? Ja. Verletzungen oder Erkrankungen. Also wir haben die häufigsten Patienten in einer orthopädisch-unfallchirurgischen Praxis sind tatsächlich Rückenschmerzen, gefolgt von Cox- und Gonarthrose. Die meisten Verletzungen, die wir sehen, sind Verletzungen der Hand und Verletzungen des Sprunggelenkes. Und deswegen ist ja auch Frau Professor Kuhn da, glaube ich. Genau, vielen Dank für die Überleitung. Frau Professor Kuni, die ja als ehemalige Profi-Ballett-Tänzerin auch einen besonderen Blick auf die Sprunggelenksverletzung hat, und behandelt sie auch täglich in ihrer Praxis. Was ist denn daran das Auffällige, was Sie uns mitgeben wollen? Wie häufig kommen die vor? Welche Verletzungsmuster gibt es? Woher kommt überhaupt diese Verletzung? Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Sprunggelenksverletzungen sind so wie Rückenschmerzen auch wirklich unsere tägliche Routine, sowohl in der Uniklinik als auch in der niedergelassenen Praxis sehen und behandeln wir täglich Patienten verschiedenen schwerer Grades. Insbesondere muss man eben schauen,
dass dann dahinter noch eine große Dunkelziffer besteht von Patienten mit etwas leichteren Verletzungen, die erst gar nicht einen Arzt aufsuchen, aus eben verschiedenen Gründen, die wir jetzt gerade schon gehört haben. Deshalb ist es auch ganz gut, vielleicht als Beispiel für eine solche Verletzung, die sowohl eine für viele Banalität erstmal als Banalität erscheinen mag, aber wohinter sich dann doch eine schwere Verletzung verbergen kann, wenn sie nicht wirklich initial, also am Anfang gleich, richtig untersucht und diagnostiziert wird. Wann passieren solche Verletzungen? Die können eben im Alltag passieren. Viele sind Wegeunfälle zur Arbeit, bei der Arbeit, aber auch in der Freizeit, beim Sport. Spitzensportler sind da nicht ausgespart. Ich nehme mal an, auch hier im Saal sind einige von dieser Verletzung betroffen gewesen. Wer von Ihnen ist denn schon mal umgeknickt? Ja, und wie viele davon sind mehrfach umgeknickt? Und wer von Ihnen hat einen Arzt aufgesucht? Ja, schon weniger Hände. Also es ist so, das ist eine der häufigsten Verletzungen der unteren Gliedmaßen und vor allem die häufigste mit wiederkehrenden Verletzungen nach der ersten Verletzung. Das Tückische daran ist, dass sie häufig auch schon im Kinder- und Jugendalter auftreten kann und auftritt. Also viele Schulverletzungen, die vielleicht sogar gar nicht gemeldet werden, weil sie nur kurzfristig im Sportunterricht passiert sind, nicht schwer oder weiter aufgefallen sind. Aber auch in unserer eigenen Studie mit Verletzten der Versicherung der Allgemeinen Örtlichen Krankenkasse Baden-Württemberg haben wir einen Altersgipfel zwischen 15 und 18 Jahren noch von den Versicherten mit Sprunggelenksverletzungen notieren können. Das heißt also, wenn wir schauen, wollen wir diesen Verletzungen vorbeugen, müssen wir ganz früh ansetzen. Auch wenn wir uns im Zeitverlauf anschauen, wie häufig sind die Verletzungen, wir hatten da Zahlen zwischen 2008 und 2015 mal erhoben, da hat sich die Häufigkeit nicht verändert. Heißt das, dass wir zu wenig wissen? Heißt das, dass wir diese Verletzungen nicht richtig behandeln? Es gibt zu dieser Verletzung klare Leitlinien, die sind im Internet zugänglich für jeden. Die sind fundiert von den Fachgesellschaften anhand der evidenzbasierten Studien erstellt. Da ist ganz klar geregelt, wie die untersucht werden sollen, wie da die Diagnostik vorgenommen wird. Es gibt die Ottawa Ankle Rules, die auch eben die Anzahl der Röntgenbilder klar festlegt, wann wird ein Röntgenbild gemacht, wann nicht. Und die uns helfen sollen, eben kostengünstig, aber effizient diese Verletzungen zu untersuchen und zu behandeln. Dennoch ist es so, dass sie eben leider sehr häufig wieder auftreten, trotz einer adäquaten Behandlung. Und dann müssen wir uns fragen, wissen wir denn genügend darüber, wie man sie in der Folge verhindern kann? Es ist so, dass selbst wenn sie mit zum Beispiel bei den Kapselbandverletzungen Orthesen behandelt werden, das sollten möglichst also geschnürte, etwas festere Modelle sein und mindestens 5 Wochen lang behandelt werden, besser 6. Das allein reicht eben manchmal nicht aus, um schwerere Folgen wie einen wiederkehrenden Umknickunfall oder auch einen frühzeitigen Gelenkverschleiß zu verhindern. Das heißt, man muss noch zusätzliche Maßnahmen ergreifen und da hat sich gezeigt, dass zusätzlich zu der Orthese oder einer festeren Tape-Versorgung bei Risikosportarten oder bei Risikosituationen auch im Beruf auch ein koordinatives Training auf Balance Pads oder Sportkreisen sinnvoll sein kann und dieses aber auch nur dann ist, wenn es dann täglich durchgeführt wird. Das heißt also, es müsste eigentlich dem Patienten schon gleich gesagt werden, nach der Zeit in der Orthese sollten Sie täglich wieder Zähne putzen, sich auf diese Bretter stellen. Und also ich persönlich mache es so, dass ich denen sage, stellen Sie sich ins Badezimmer, stellen Sie sich da drauf, werden Sie Zähne putzen, dann machen Sie es wenigstens. Sonst ist es nämlich so, dass man nach so einer Verletzung natürlich anfangs motiviert ist. Das macht man dann so 2-3 Wochen und dann vergisst man das, dann liegt es irgendwo in der Ecke, dieses Balance Pad. Sollten das wirklich weiterführen. Man hat im ersten Jahr ein doppelt so hohes Risiko für eine erneute Verletzung, muss man sich vor Augen halten. Um das mal so in Zahlen noch eindrücklich zu demonstrieren, allein bei den AOK-Versicherten in Baden-Württemberg im Jahr 2015 haben sich so viele am Fuß- und Sprunggelenk verletzt, wie sie in das Berliner Olympiastadion passen würden. Das ist schon eine ganze Menge, das ist jetzt nur die AOK, dann nehmen Sie noch ein Stadium für die berufsgenossenschaftlich versicherten Patienten oder 2 sogar, weil da sind natürlich dann auch noch die schwereren Verrenkungsbrüche mit dabei, die dann natürlich entsprechend in die anderen Notfallstrukturen eingehen müssen.
Und dann kommt man auf ganz erhebliche Patientenzahlen, die dann auch sicher versorgt sein müssen, damit eben nicht die hohen Folgekosten entstehen. Ja, und Sie haben auch gesagt, das sind also Verletzungen, die auch besonders schon bei jungen Menschen auftreten, und wenn sie nicht adäquat nachversorgt werden und auch Prävention betrieben wird, auch der häufigste Grund sind für Arthrose des Sprunggelenks. Ja, das ist richtig, natürlich häufig posttraumatisch, das heißt also im Rahmen von Brüchen kann das auftreten, aber eben auch infolge von einer einzigen Kapselbandverletzung, wenn die schwer genug war, kann nach einer Zeit von sogar nur 6 Jahren zum Teil eine schwere Arthrose entstehen. Häufig sind natürlich bei solchen Unfällen auch äußere Faktoren mit beteiligt, also Stolperfallen, die da sind, Ermüdung spielt da eine Rolle oder eben äußere, wir haben schon Substanzmissbrauch, Alkohol und so weiter, spielt da sicherlich mit rein. Aber auch kleinere Stufen können da tückisch sein, wie in der Industrieausstellung die kleinen Stufen von den Ständen herab. Das sind so Möglichkeiten, wie man sich da verletzen kann. Sie haben auch vorhin auch gesagt, Bauarbeiter nach einem langen Arbeitstag, wenn man nicht mehr so einfach müde ist und die Aufmerksamkeit nachlässt. Bitte. Und liegt die Zunahme bei jungen Leuten auch an irgendwelchen Fun-Sportarten, die in den letzten Jahren irgendwie aufgerufen sind? Richtig, ja, das ist natürlich ein großer Faktor. Wir haben schon gehört, die epidemiologische Gesellschaftsveränderung einerseits eben Zunahme an Aktivitäten, auch sogar in höheren Altersstufen noch dazu, aber auch viele gebrechliche Menschen, bei denen so eine Umknickverletzung also auch zum Beispiel auch zum Knochenbruch führen kann, weil der Knochen osteoporotisch verändert ist. Das verändert natürlich auch die Verletzungsarten. Es sind auch zum Teil kleine Begleitverletzungen, knöcherne, die vielfach übersehen werden könnten, weil am Anfang natürlich alles dick ist, die zum Teil nur kleine Vorsprünge am Sprung- oder Fersenbein betreffen, die beim Herabstürzen, beim Bouldern oder so passieren können. Ja. Bitte. Wie ist es mit der Prävention? Primär und sekundär von Sprunggelenkverletzungen, geht da der Trend weg von eher passiven, mehr zu aktiv. Also Sie nannten ja, glaube ich, Balancepads und Sportkreise. Ja. Das ist ja schon eine aktivere oder vielleicht Dehnungsgymnastik auch aufwärmen, nicht als Schutz vor erneuten Verletzungen, wichtiger als nur das Tragen von, ich sag mal, wärmenden Stülpen oder Orthesen, so etwas. Richtig, also die Tendenz ist ganz klar so, dass man aktiv Prävention betreibt. Die Evidenz ist vor allem für die Sekundärprävention, das heißt, wenn die Verletzung schon mal aufgetreten ist, sagen wir mal mit Studien belegt. Das liegt aber mehr daran, dass eben, wie gesagt, viele Faktoren zum Unfall selbst beitragen. Aber auch eine Primärprävention gibt es ja gerade in den Profisportkreisen, FIFA, die 11 Plus, also ein ganzes Trainingsprogramm, was auch wunderbar im Internet mit Postern und Videos herunterzuladen ist. Und zahlreiche weitere Programme durch zum Beispiel das Oslo Sports Trauma Research Center. Ich würde das gar nicht mal auf die Sportler begrenzen. Was mir wichtig ist, ist, dass es für Rückenschmerzprävention fast von jeder Krankenkasse Gruppen und zahlreiche Programme gibt. Aber wenn man sich überlegt, dass 70% aller Menschen in Untersuchungen zeigen, sagen, sie hätten schon mal eine Umknickverletzung erlitten und 80% sagen, sie hätten Rückenschmerzen gehabt einmal in ihrem Leben, dann müsste man sich fragen, wäre es sinnvoll, vielleicht auch für diese Erkrankungen primärpräventive Programme zu schaffen, die vielleicht auch das Bewusstsein für mögliche Verletzungsrisiken in die Köpfe bringt. Und vielleicht noch Nachfrage, kann man da auch Fehler machen? Es wird manchmal berichtet, dass manche das auch übertreiben, gerade Sportler, Hobbysportler, die dann entweder zu wenig oder auch manchmal zu viel tun, nicht? Und erneute Verletzungen provozieren. Sagen wir mal, für die Sprunggelenksverletzungen, es gibt natürlich auch Ermüdungsbrüche, die bei übermäßigem Lauftraining zum Beispiel entstehen können. Das wäre dann ein Beispiel für zu viel, aber sagen wir mal, wenn man jetzt von dem Programm von Präventionsübungen, Kräftigungsübungen, eben die koordinativen Übungen, da gibt es eigentlich nicht, dass man sagt, es könnte zu viel werden. Ja. Da ist eher, dass man dranbleiben muss, dass man es täglich durchführen sollte. Noch Fragen? Dann würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, dass wir eine Balletttänzerin hier auf dem Podium haben. Und ich würde Sie gerne fragen, wie ist es denn bei Balletttänzern und im Sprunggelenk? Gibt es da irgendwas Besonderes?
Ja, es gibt natürlich Bevölkerungsgruppen, das betrifft jetzt gar nicht nur die Balletttänzer, es gibt auch Leute, die eben in Arbeitsschuhen gar keine auftragenden Orthesen dann tragen können. Und für diese Menschen ist es ja wichtig, auch eine Lösung zu finden. Wie können sie sich im ersten Jahr nach so einer Verletzung wieder schützen, weil die wollen natürlich auch so früh wie möglich zurück auf die Bühne oder sie wollen so früh wie möglich zurück in den Job, weil sie gerade mal nach langer Arbeitslosigkeit wieder einen Job gefunden haben und nicht gleich wieder ausfallen wollen. Da haben wir im Bewegungsanalyselabor geschaut, wie kann man eben nicht starre Orthesen tragen, sondern gibt es da Tape-Verbände, die das ähnlich stützen können, das Sprunggelenk. Und wir haben eine Schlinge festgestellt, also eine einfache Tape-Schlinge mit unelastischem Tape, die biomechanisch ähnlich den Fuß stützen konnte, auch gerade im Mittelfußbereich, wo häufig Drehinstabilität besteht und zu diesen wiederkehrenden Verletzungen führt. Ich würde gerne wissen, wenn Sie sagen, Sie haben das im Labor getestet und so, wie viele niedergelassene Orthopäden beherrschen denn solche Techniken oder wissen das? Oder ist das im Ganzen, also weiß das jeder oder ist das was Besonderes, was Sie jetzt erst demnächst anfangen zu verbreiten? Ja, ich sage mal so, es ist schon meine Spezialität, sage ich jetzt mal. Und die bewegungsanalytischen Studien, die waren noch aus meiner universitären Zeit entstanden. Aber wir haben schon versucht, sagen wir mal, diese Ergebnisse durch Publikationen weiter zu verbreiten. Wir haben auch, ich hatte auch mal einen Vorschuss gemacht, dass als, sagen wir mal, weitere, sagen wir mal, nachfolgenden Empfehlungen für eben Erstverletzte in größeren Kliniken als Broschüre dann entsprechend herauszugeben. Solche Ideen wären schon wichtig, dass das eben weiter verbreitet wird. Also gerade deshalb ist diese Verzahnung zwischen den Notfallambulanzen der größeren Kliniken und der Niedergelassenen so wichtig, dass die Patienten, die initial wegen eben größeren Verletzungen in den Kliniken behandelt werden, dass die dann nachfolgend auch weiter betreut werden mit uns Niedergelassenen. Also dass die Überprüfung des weiteren Verlaufs regelmäßig erfolgt, das ist ganz wichtig. Und eben solche Empfehlungen dann auch an den entsprechenden Betroffenen herankommen. Gut, wir kommen jetzt zum Ende dieser Veranstaltung und Frau Kuni, wollen Sie uns vielleicht Ihre Take-Home-Messages noch mal ganz kurz zusammenfassen zum Sprunggelenk? Also, es sollte wirklich jede Sprunggelenkverletzung von einem Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie gesehen und untersucht werden und es sollten dann die entsprechenden Maßnahmen auch für die Erstbehandlung gemäß der Leitlinien getroffen werden, eine Orthesenbehandlung und die Empfehlung für nachfolgendes Koordinationstraining im Falle von Kapselbandverletzungen und natürlich die entsprechenden ruhigstellenden Maßnahmen oder weiterführende Diagnostik, falls eben schwere Verletzungen vorliegen. Und ganz wichtig, denke ich, ist in Folge die Verzahnung zwischen Klinikambulanzen und der Niedergelassenen, dass die Weiterbehandlung gesichert ist. Vielen Dank, Herr Dr. Blechmacher. Was wollen Sie uns mitgeben? Ja, das ist Notfallversorgung ist Daseinsvorsorge, das ist gar keine Frage. Und es ist auch so, dass die Kliniken einen absolut guten Job machen, unter teilweise schwierigen Verhältnissen. Wir brauchen bessere Zusammenarbeit, Austausch von Befunden, auch für uns Niedergelassene, wenn Patienten aus der Klinik kommen, was Frau Professor Kuni gesagt hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn er die Röntgenbilder dabei hätte, die hat er meist nicht. Ja. Und um den Patienten weiter behandeln und weiter beraten zu können. Vielen Dank. Schwer zu sagen, also für mich ist Notfallversorgung ein Symptom und gleichzeitig Ursache für eine zunehmende Imbalance in unserem Gesundheitssystem. Symptom deshalb, weil das Problem eigentlich sehr gut geschildert durch die fehlende Haushaltsversorgung dramatisch verstärkt wird. Für die Imbalance deshalb, weil es einer der inadäquatest bezahltesten Jobs ist. Und ich glaube nicht, dass man das durch Gesetzgebung und Verzahnung und ewigen regeln kann, jedenfalls nicht mit den bisherigen Wegen. Wenn man sich was überlegt, könnte man so eine Art Notfallabgabe machen. Wer nicht 24 Stunden verfügbar ist, wer nicht am Wochenende arbeitet, zahlt eine Abgabe, damit die anderen das zu tun haben. Also ähnlich wie beim CO2. Das ist sicherlich vorstellbar. Also solange das nicht gegeben ist und sich die überwiegende Zahl ihrer Arbeitszeiten aussuchen, wird es nicht funktionieren. Ich bin mir nicht sicher, ob man durch Bestrafen derjenigen, die nicht teilnehmen, das verbessert, sondern ich glaube, man muss eher die belohnen, die an der Notfallversorgung teilnehmen. Ich glaube, ohne eine Verzahnung zwischen ambulanten und stationären Strukturen, und da ist das Thema Sektorengrenzen eben immer noch ein signifikantes Problem, wird es überhaupt nicht funktionieren. Man muss alle in die Pflicht nehmen und man muss es auch zu einer
gesellschaftspolitischen Aufgabe machen, die in der Bevölkerung wahrgenommen wird und die auch wertgeschätzt wird, natürlich auch über Finanzen. Ja, vielen Dank. Wenn Sie noch Fragen haben an unsere Referenten, sind noch ein bisschen da. Wenn Sie nach vorne kommen, ich möchte Sie auch noch darauf hinweisen, wir haben in der Pressemappe eine Zusammenstellung mit interessanten Veranstaltungen für Publikumsmedien hier auf dem Kongress aus den Sektionen des DKUU. Morgen um 18 Uhr ist auch hier in den Hallen ein großer Patiententag, hochkarätig besetzt, rund um das Thema Arthrose bis hin zur Endoprothetik. Es wird auch Dr. Andreas Gassen, der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, da sein und viele Experten aus Orthopädie und Unfallchirurgie. Dann hat mich noch Vertreter der technischen Orthopädie gebeten, Sie auch auf eine Veranstaltung aufmerksam zu machen. Es geht dabei um Amputationschirurgie, Prothesen. Das ist morgen am Donnerstagnachmittag ab 16 Uhr.